Hallo allerseits, Leon Pia und willkommen zu Part 11 von Tunia Crosshandler Kagura Ninja Wars Let's Play. Ja, die vorige Aufnahme ist für mich jetzt auch schon wieder über 2 Monate her. Läuft auf jeden Fall. Und ja, was soll man sagen? Ich denke, den meisten interessiert es ja sowieso nicht. Naja, hat auf jeden Fall private Gründe. Ich möchte jetzt auch ungern näher drauf eingehen. Ja, während dieser Zeit habe ich auch ein bisschen nachgedacht, wie ich auch dann dieses Fest ein bisschen führen möchte. Und ich dachte mir, ja, warum einfach die Zusammenfassung vom vorigen Part einfach mal nicht machen, weil gerade deswegen, wenn man ja sich die ganze Playlist anschaut von dem Let's Play, ja, da möchte man wahrscheinlich hier ungern jedes Mal eine Zusammenfassung hören, wenn man den Part erst vor wenigen Sekunden angeschaut hat, ne? Das ist einmal die erste Änderung. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ist, ja, dass ich die Verabschiedung ein bisschen vereinheitliche, sage ich mal. Dass man dann, wie bei Hashtag Fatty Bomben, am Ende dann eben, ja, eine Art voriges Video, nächstes Video und Playlist eben Auswahl hat. Dass ich das einmal dann so mache. Das wird auch dann so einige Texte auch sparen. Positiver Nebeneffekt davon. Naja, ja. Was hab ich in der letzten Aufnahme gemacht, beziehungsweise danach? Wie man sehen kann, ich habe die Mädels ein bisschen aufgelevelt. Sind jetzt beide auf 49. Fehlt also nur noch ein weiteres für die Trophäe. Dass wir die alle auf Level 50 bringen, oder eine zumindest. Und ja. Ich denke, das wird jetzt wahrscheinlich wie bei Reverse sein, also bei Neptunia Reverse, dass die Storykämpfe echt ein Witz sein werden, weil wir einfach zu überlevelt sind. Ja. Ja, mal schauen, wie es sein wird, ne? Ich denke, die Sachen vom Komusu Shrine, die werde ich erst im nächsten Part machen. Machen wir in dieser Aufnahme erstmal ein bisschen Story und dann, ja, mal schauen, was da auf uns zukommen wird. Ja, hört sich gut an. Na, doch wieder erstmal reinzukommen. Nicht nur allgemein in das Spiel hier, sondern auch in den YouTube-Rhythmus. Ja, könnte vielleicht ein paar Videos brauchen. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es nicht wieder, ja, wie voriges Mal enden wird, dass ich dann ein, zwei Videos bringen werde und dann nichts mehr. Aber genug davon. Machen wir mal weiter mit dem Game hier. So, wenn ich mich recht entsinne, Agagasim, da wollten wir hin, oder? Ja, weil hier haben wir alles, ne? Ja. Empfohlenes Level 23. Was haben wir? Mehr ist das Doppelte. Kann man auch machen. Naja, ja, da würde ich sagen, Deploy to Agaris Inn. Yes. Nice. Kann ich direkt eine Cut ziehen. Und ich muss auch zum Glück, ja, hier nichts auch hier synchronisieren, sage ich mal. Naja, hätte ich so oder so nicht gemacht, weil meine Stimme ist extrem unpassend für solche Charaktere. Extrem unpassend. Ist eine genauso gute Kombi wie Milch und Red Bull. Ja. Aber so viel dazu bei deinem Text. Ja, das wäre mal das da. Okay, ich hoffe, ich habe noch die Steuerung so einigermaßen im Kopf. Falls nicht, dann macht euch schon mal darauf gefasst, dass ich mich wahrscheinlich die ersten paar Minuten dumm anstellen werde, also so richtig dumm. Wie so ein fähiges Kind, was zum ersten Mal Videospiele spielt. Ja, okay, ist so übertrieben jetzt vielleicht nicht, aber ja. Für meine Verhältnisse werde ich mich wahrscheinlich schon ziemlich dumm anstellen. Aber mal schauen. Das Hack-and-Slash-Abenteuer hier ist jetzt zum Glück relativ simpel. Im Vergleich jetzt zu Devil May Cry. Also, wird schon passen. Okay, mit Kreis wird man blocken, gut zu wissen. Damit macht man das da, okay. Damit macht man dies. Wie ging eigentlich nochmal der Dash? Das ist springen.
Das ist Slash. Nee. Ah. R2. Gut zu wissen. Okay, wie viele Schläge wird der Kollege verkraften, bevor er gedown geht? Ich gebe ihm einen. Okay. Der ist tatsächlich ein bisschen tougher. Und ich... lass mich hier ein bisschen soft schlagen. Ja. Naja, das wäre das dann. Ich denke, weil wir so overlevelt sind, werden wir höchstwahrscheinlich so gut wie keine Healing-Items verwenden. Also, zumindest hoffe ich das. Das ist ja schon ein bisschen peinlich bei dem Level. Das ist so, als würde man mit einem Figaga gegen einen Fiat 500 verlieren. Wenn ich es irgendwie vergleichen müsste. Oder als würde man mit einem Formel 1 Auto gegen einen Go-Kart verlieren. Aber ja, relativ simple Kombos. Man hat eben seine Shuriken, seine Kunais. Man greift im Grunde genommen nur mit Viergern. Ist immer wieder derselbe Input, also ja, den Rest macht quasi das Spiel selber. Sehr einsteigerfreundlich. Aber für die, die natürlich etwas mehr haben wollen, ja, für die wird es vielleicht ein bisschen, ja, mangelhaft sein, was Tiefe angeht. Aber wir sind ja alle wegen dem Plot hier, ne? Nee, aber wenn man einfach abschalten möchte, ist das auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das auf jeden Fall. Ich glaube, man könnte es sogar wahrscheinlich rein theoretisch auch nur mit einer Hand spielen. Während man mit der anderen irgendwie Chips isst, Snacks, was weiß ich. Ja, ich denke, das Spiel ist, was das angeht, relativ entspannt. Da muss man nicht unbedingt beide Hände ja am Controller haben. So, mal schauen, haben wir hier alles? Ja, ich denke mal, ne? Oh, aber hier haben wir eine Truhe. Mit einem Stealth Key. Hm. Oh, von denen habe ich jetzt ja auch jede Menge. Durch das Offline-Farmen. Fast schon zu viel, würde ich behaupten. Hier sind wir gespawnt. Na? Ja, 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 sind wir. Mal wieder lost wie und hier. Falls ihr euch fragt, wie spät es ist, wir haben es fast 3 Uhr morgens. Ja, weil ich nichts Besseres um die Uhrzeit zu tun habe, ne? Ein Hoch aufs Wochenende. Steam Legion ga kokomade hairikonderu nante. Kore wa iyoyo yabai kamoshirenai wa ne. Sou iu no wa furagu ni naru kara yamemashou. Iisun nara kitto daijoubu. Kitto shiro ga ochiru made 3日 wa kakaru mono. それはイストワールの仕事の話だろう。でもまあそうだな。それなら安心だ。ねえ、無事を信じて、今は急ぎますわよ。Ja, 3 Tage kann ein bisschen dauern. Ich denke, wir werden nicht mal 3 Minuten für die Gegner brauchen, wenn überhaupt. Willkommen zum Neptunia Reverse Let's Play 2.0, Leute. Für die, die es gesehen haben. Ja, Ziehen soll auch gelernt sein. Nicht zu greedy sein. Das könnte ein Devil May Cry mein Todesurteil sein, so gierig wie ich gerade bin. Möglichst viele Attacken hier reinzukriegen, bevor man getroffen wird. Ja, dann der Dings hier Devil May Cry zu spielen oder zu Let's Playen habe ich auf jeden Fall auch noch vor. Wann ist eine gute Frage. Ist aber auf jeden Fall geplant. Ob ich das als Blind Let's Play machen werde oder vorher ja, mich erstmal vertraut machen werde, muss ich schauen. Aber ja, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist ja auch ein Hack-and-Slash-Game wie hier Neptunia Cross Sandran Kagura. Aber halt mit ein bisschen mehr Tiefe, was Kombos und Co. angeht. Das könnte echt interessant werden. Eine Art
ja. Kontrast eben hier zu dem Spiel hier. Simples Komposystem gegen ziemlich komplexes. Ja, und über die Schwierigkeit in DMC muss ich glaube ich erst nicht anfangen zu reden, ne? Dante Must Die. Hm. Vielleicht mache ich das sogar als Streamprojekt. Lass mir schauen. Erstmal hier die ganzen Drohnen abgrasen, wenn es hier irgendwelche gibt. Ja. Scheint aber. Oh. Ach, das waren, glaube ich, diese. Ja, das waren diese seltenen Doggos. Die, wo man nicht schnell genug ist, ja, die dann für immer verschwinden quasi. Oder zumindest für diese Runde, kann man sagen. Ja. Mit unserem jetzigen Level sind wir da. Müssen wir uns da keine allzu großen Sorgen machen. Ein Slash und die sind weg. Ah, was haben wir hier? So ein Hidden Cube. Nice, nice. Kann ich außen rumgehen? Oh, Tatsache, gar nicht sogar. Oder? Ich glaube, ich hätte das Ding Event lieber triggern müssen, ne? Oder war es das schon? Okay, das war schon. Auch gut. So, wenn ich mich recht entsinne, das Schubchen, was ich drin hatte. Yep. Oh, schon down. Okay. Okay. Ja, läuft. Das wird echt ein Cakewalk. Ach, jetzt auch treffen lassen. Das geht besser. Bisschen näher rangehen wegen dem Spread hier. Oder weil sich die Shurikens hier so aufteilen. Nennen wir es einfach mal eine Pseudo-Shotgun. Ja. Eine Pseudo-Schrotflinte. Nee, je näher man rangeht, desto mehr Damage macht man. Hm. Auch wenn das vielleicht der falsche Begriff ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt es ja selbst gesehen. Hm, machen wir den Kollegen zuerst. Schon den nächsten Event-Trigger, aber da wollen wir ja noch nicht hingehen. Oh, da kommen wir aber noch nicht hin, ne? Müssen wir drum herum gehen? Ja, sieht so aus, okay. Hui. Bevor ich da hingehe, mal schauen, haben wir hier sonst alles abgegrast? Ja, sieht so aus. Wir haben sonst keine andere Möglichkeit. Nichts. Ah ja, okay, jetzt müssen wir da hin. Also was nur eine Art Wegpunkt, kann man sagen. Okay. Oh, noch ein Steam Legion Commander. Oh nein, wie werden wir den nur besiegen? Das war der falsche Knopf. Warte, wie wechselt man nochmal das Ziel? Die Bad. Ich sollte vielleicht. Lass ich es aber heilen. Und wenn ich eh schon dabei bin. Ja, lass ich nach dem Plan an. So, wenn ich mich recht entsinne. Mal schauen. Nee, das war's nicht. Das ging jetzt nur bei manchen Gegnern. Wo ich mich dann hinter sie so quasi dashen kann. Hm. Naja. Easy clap. Jetzt clappen die mich easy. Was habe ich davon?
Einfach so. Oh, perfekt. So kann man es auch machen. Ah, da sehe ich doch einen Gegner. Ach, ein Doku. Süß. Oh, der hinter ihm aber ist aber nicht so süß. Der macht mich sauer. Wenn ich mich so weiter treffen lasse, werde ich dann salty. Bevor wir da hingehen, wie macht die ganze Gegend abgasen? Wenn möglich alle Truhen hier bekommen. Aber wir sind gerade ein bisschen limitiert, ne? Hier kommen wir wahrscheinlich erst nur bei unseren zweiten Clearern rein, ne? Beziehungsweise bei unserem zweiten Durchgang von dieser Stage. Sieht zumindest so aus. Ja. Naja, sonst haben wir ja keine andere Möglichkeit, ne? Ja, dann gehen wir mal zum Heartland Castle. Und retten unsere Prinzessin. Wenn sie nicht in einem anderen Schloss ist. Wenn das mal das Ziel ist. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel erst wieder seit mehr als 2 Monaten, wenn man es so sieht. Hat bitte ein bisschen Nachsicht. Ah ja, stimmt. Das war ja so ein kleiner Running Gag von Go. Ne? Immer dieses Be Punished. Duplex. Also ich denke, mit unserem Level werden wir Duplex Simplex besiegen. Ach, war ein Informatiker-Witz. Ich weiß. Okay, mal schauen. Was sind seine Angriffe? Okay, so eine Strangkanone. Okay. Ui. Ja. Ja, das... Okay. Oh, Vorsicht. Wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ich sag's noch. Ich sollte vielleicht auch diese komische Laute sein lassen. Ja, Schuklan, sag mal, wie oft willst du eigentlich noch denselben Angriff machen? Danke. Okay. Ich hole jetzt Projektile ab. Wenn es eine sie ist. Es. Keine Ahnung. Oh. Defeated. Duplex. Ja. Sag ich doch. Simplex. Wo war ich da? Ja, tschüss. Sayonara. Ich würde behaupten, das war vorher auch Smooth Sailing. Naja, bis auf diese paar Hiccups, die ich hatte. Dich aufleveln, I guess. Ich bin
小村さん、それは思っても言ってはいけません。あの、こんな言葉しかありませんが、大丈夫ですから。Ja, wir dürfen nichts weiteres sagen, sonst wird das Spiel USK 16. Marie, so eine Zumori, ja, nicht so eine Zumori. Nina-san, kini schnei de kudasai. Kakugo wa shite imasu. Desu ga, kibou wa nokosarete iru to, watashi wa shinjite imasu wa. Koko mo dare mo inai mitai ne. Istoaru.また遅かったか。今しめよう。おい、シェアクリスタルを確認するぞ。それではっきりするだろう。ダメか。クリスタルの光が、シェアエネルギーがない。あら、遅かったじゃない。やっと帰ってきたのね。敵は引いたかしら？たちだって急いで来たですよ。アイちゃん、コンパ。お帰りなさい、皆さん。いや、マスンディン。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段を取っている以上。信じられないのも無理はありません。Ah, ja, die beiden. Ja, jetzt kommt alles wieder hoch. Die Story, dies und das. Ja. Ein Blick reicht nur, ja, und man ist wieder drinne. Long speech は無駄だったな。まあいい。この国のシェアエネルギーを手に入れれば、ミッションクリアです。Ja, stimmt. Jo mag es ja, ihr Englisch zu verwenden. Nasa, Koko hat Toshimasen. Minasan hat Hato no Kuni no Tame ni Tatakatte iru no ni, Daimyo no Watashi dake nigeru wake ni wa ikimasen. Sono kigai wa kau ga. Daimyo de wa Ninja ni katen daru. That's bullshit!いつだって殺すことは簡単だ。テツコはどうしたい？こいつは同盟の指揮をしている。トップを潰すのは上等手段だが。確かに。ですが。はい、そこまでよ。コンパ流忍術、研磨連山。イースーさん大丈夫ですか？ナナオスですよ。間に合ってくれましたか。遅くなってすみません、イストワール様。町にも敵がいっぱいだったから、思ったよりも時間がかかったです。 Wow! Isn't that just wonderful? You は忍者だというのか。コンパ流にはまだこれほどの使い手がいたとはな。 Okay, das war jetzt nicht so schlecht hier ausgesprochen. Muss man einfach an der Stelle sagen. だが、ここまでだ。テツコ、シェアエネルギーを奪え。はい。させると思う？三下はどきなさい！行員客！そのセリフ、リターンだ。なぜならミーは三下ではない。アウトオブマインドだな。あらそう。それなら全力で行かせてもらうわね。コンパ、この辺暑くなるからイストワール様と離れてて。行くわよ。あんたの魂、冥界に送ってあげる。Ja, genau, macht es. Dann kann sie, dann kann Razeli ihre Seele verzehren. Das war eine Legacy of Kain Reference. 言うばかりずるいな。こちらも本気モードで相手をさせてもらおう。その必要はありません。もう終わりました。
よ、引きますよ。ふん、これからがショータイムだったのだが、相変わらず仕事が早い。Ja, Ify denkt sich wahrscheinlich auch gerade so in dem Augenblick. Ey, yo, what the f-小さいですが、シェアクリスタルだと思われます。あれにシェアエネルギーを移して奪っているということですか。この国のシェアエネルギーはいただいた。これでユーたちは何もできない。グッバイ。あ、こら、待ちなさい。逃がすと思って。アイちゃん、待つですよ。一人は危険です。それに、イースンさんを置いていけないです。そうね、ありがとうコンパ。今はここを守ってみんなが戻ってくるのを待つべきね。こうして IS さんとコンパさんのおかげで私はなんとか助かりましたが、すみません、シェアエネルギーは守れませんでした。先に町が攻められて、そっちで足止めを食ってるうちにこのざまよ。ネプコたちに任せっきりで、鳩の国も人材不足よね。年中求人を出しているのだけど、うちの待遇じゃ女神級の忍者は来てくれないわ。逆お祈りされてばかりよ。そうだったですか。ネプネプも大変です。まあ、ないものねだりをしてもしょうがないわよね。けど緊急時に何も力になれず、最近修行もおろそかになっていたから、なおさら面目ないわ。私たちもまんまとしてやられた。お前たちも気にするな。そうですわ。イストワールが無事でよかったではありませんか。相手の狙いも詳しく分かりましたし。ヨウとテツコの目的は、悪鬼と言いましたか。そのようなものが本当にいるのでしょうか。そっか、ユミちゃんたちは知らないんだよね。昔々あるところに悪鬼というものがいて、この世界を滅ぼそうとしてたんだって。そいつをコンパ源流祭と伝説の巫女が倒した。だが実は死んでいなくて、スチームレギオンが狙っている。こんな感じだよな。なんだか緊張感が伝わってきませんが、多少わかりました。どこに封じられたんだ。まさか近くのでかい湖の中か。いえ、 IS さんとコンパさんによると、悪鬼が封じられてるとしたら、西方の富士山にある供物平坂の奥と思われます。ねえ、この二人って何者。私は供物神社の巫女、コンパ流の忍者でもあるわ。供物平坂はそもそも悪鬼との戦いのせいでできたんじゃないかって話があるのよね。私はこれでもコンパ流の顔役で里に伝わる話を調べてきたです。人の少ない場所、西の方で倒したって。ふーん、コンパ源流祭の関係者か。私なんかよりよっぽど姫にふさわしそう。その悪鬼は忍者なのか。俺の記憶の手がかりがあるわけないでしょ。さすがに古すぎよ。まあ次の目的地は分かったわ。敵は富士山に現れるのよね。富士山の麓に供物大社があって、山頂の供物平坂への入り口を管理しているわ。部外者は立ち入り禁止よ。だがそこを狙ってくるのだろう。そんなことを言ってる場合ではないと思うが。私が話を通し、供物平坂へ入れるように手配しておきます。皆さんは休んでいてください。私も手伝うです。準備ができたらみんなに伝えに行くので、好きにしてていいですよ。疲れているところ悪いが、なるべく早く頼むぜ。相手の動きが想定してるより早いだな。いい加減追いかけっこには飽きた。
すぐに行った方がいいんじゃないか。私たちは準備をします。早く行けばいいというものでもありません。それでは皆さん、お風呂はどうでしょう。移動が続いて疲れてますし、休むことも立派な準備ですわよ。Oh, gibt's dann auch so eine kleine, ja, so ein kleines CG? Hätte ich nichts dagegen. Meine Heute, Hiroio, Furo. Hiroio, Attakedo, Tanoschkata, ne? Yumi-chan, Iyo, ne? Schkata, Arimasen, ne? Skare, da, Tamatte, Iro, ne? Taschka, des, si. Furo, ka. Minna, Nagayu, ni wa, Kiyo, tsukero.長湯くらい平気でしょ。少しの間だけど、ゆっくりさせてもらうわね。それじゃ、案内するわ。いい湯だ。落ち着くな。戦いの前に風呂などと、と思っていたが、悪くない。いや、guck mal da.Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass der Busen von Neptun so groß war. Ja, Details. aber, ja, was soll man sagen? Außer, nice. Very nice. Aber lieber weiter im Text, sonst wird vielleicht noch das Video demonetarisiert. Aber andererseits, wir spielen jetzt hier auf der PS4, auf der PlayStation. Und Sony...hat ja, also laut vielen Leuten zumindest, ja eine etwas strikte Zensurpolitik. Ich weiß nicht, ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, aber gut, wer weiß, was für Leute das sind, die sich beschweren. Ne? Naja, TLDR, ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Weiter im Text. の国はお風呂好きが多いのよね。これで結城とゴートも裸の付き合いをした仲だ。次の戦いでも背中を預けられるな。お、guck mal da。ゴーネマスク。sieht nicht schlecht aus。kann man sich nicht beschweren。8 von 10, mindestens。aber hier, Yuki, auch ganz solide。Ja, vor allem sie mit ihrem Fangzahn hier. Oder mit ihrem Schneidezahn, was auch immer das ist. Ja, sieht süß aus. Süß. Und ja, blau. Man kann sich denken, warum diese guckt, ne? Ich meine, schaut mal, von wem sie umgeben ist. Muss ich mehr sagen. Kono-Kanji...俺は風呂に入ったことがある気がする。お風呂くらい入ったことあるでしょう。まあここまで大きいお風呂は珍しいわよね。お風呂でリラックスして何か思い出せるといいわね。リラックスすると肩の荷が下りた感じがしてすっと楽になりますね。実際湯船に浸かると肩が軽くなりますし、これからの戦いに備えてゆっくりいたしましょう。Ja, alle außer Blau und Neptun haben sie auch nötig, ne? Ich meine, das Gewicht vorne geht wahrscheinlich auf Dauer auf den Rücken, ne? Ich meine, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe halt dieses Gewebe nicht, aber oder nicht so viel zumindest davon. Aber ja, ich kann es mir nur vorstellen, so 1-2 Kilo vorne zu tragen.Ja, das kann wahrscheinlich echt auf den Rücken gehen. Boah. Aber, ja, genug davon. Nee, Bran. Nanka, watashitachi tte kata ni no semai yo ne. Kore ga ninja-kai no kakusha-sekai tte yatsu kana. Okay, eine Sache. Eine kurze Sache noch. Ich meine, gut, die sind ja alle Ninjas, Konoichis. Die werden ja wahrscheinlich dann relativ durchtrainiert sein, ne? Dann dürfte es wahrscheinlich für die nicht so schlimm sein.Also, denke ich jetzt zumindest. Ich weiß nicht. Ich habe keine Erfahrung damit.
Wäre ziemlich weird, wenn ich das hätte. Aber ja, das wär's.私は疲れとともに妬みや苦しみも洗い流されていく。今の私は戦いの日々や敵だったことも忘れている。普段の胸の話題に食いついてくれない。どう見ても完封負けの大きさなのに。いつまでも負けないって言い張るのにな。ね、ダメよ。全ての恨み、つらみを洗い流すな。相手にしては、ネプテューヌの思う都合よ。お前たちはそんなことでも争ってるのか。そういえば、スチームレギオンとの件で忘れていたが、お前たちとの決着はついてなかったよな。せっかくこうして集まったんだ。勝負事なら、何でも決着がつくまでやろうじゃないか。ならば、揉ませろ。マックール、悪いけどそれはできないんだ。いろんなところに怒られちゃうからさ。そうか。では、どうすればいいんだ。もう、ホムロちゃんもネプちゃんもダメだよ。ゴーさん困ってるし。私たちは、この後のためにも仲良くしないと。アスカの言う通りだ。やめておけ。そんなもので戦ってどうする。しかも結果は一目瞭然だ。ちょっと、何勝った気でいるのよ。私たちのどこがあなたたちに劣ってるっていう。負けました。 Sehr schnell eingesehen. おやおや、あのプライドの高いノワールさんが自ら負けを認めるなんて。私はかろうじて戦えるけど、戦力外もいるし、相手にならないわ。ハニパ4人の相手ができるのはベルぐらいね。諦めるのは早いですわ。どんなゲームでも、力押しなど初心者のすること、幅広い需要を満たしてこそですわ。ね、ゆうきさん。勝ち負けなんてあるの？でも、姫は小さくて可愛かった。そうよ、あなたたちには個性がないわ。それで勝ったつもり？勇気は私たち側のようね。これが戦略と戦術の違いですわ。大きさでは優位でも、違う土俵に上げてしまえばこちらの勝ちですわ。個性がない。そっか、私に個性がないのってそれだったんだ。みんな似たり寄ったりじゃ地味だよね。アスカさん、負けてはいけません。まだ反撃はできるはずです。ホッちゃんにクリティカルヒット、コンパニューの大逆転だ。ベルやるね。ただの言いがかりだ。お前たちは本当にそれでいいのか。誇れるのか。負けている部分があることに変わりはないだろう。確かに。これはただの絡め手で形勢を立て直したにすぎません。逆転とまでは言えませんわ。それに私も今まで散々大きさで皮肉を言ってきた手前、自分を否定することになりますわ。まだあるんでしょ、僕の手が。もう諦めろ。ブランはこの話に参加していない。それが何よりの証拠だろう。ブランからも何か言ってあげてよ。ステータスとかなんとか。私はその胸は忍んでるのよ。
ね。とても忍びらしい。これは一向の価値がありますね。ああ、私もなんだか大人げなかった。すまない。今回は勝ちを譲ろう。勝者、ブラン。それでこそ真の忍者だ。Ja, ich meine, wenn man so sieht, ja. Ich meine, je weniger Ballast man mit sich trägt, ich meine, desto agiler ist man, ja. Wenn man so sieht. Ja. Ja. Mhm.Okay, Leute, die Super Ninja War ist vorbei. Gleich kriegen wir die Platin-Trophäe. Wir können jetzt den Display Part hier beenden. Okay, nee, das wäre zu einfach. Weiter geht's. Arigato. Anata tachi wa itsuka zettai ni ofuro ni shizumeru kara. Yuki-chan, daijoubu? Zutto bootto shiteru kedo, ofuro awanakatta toka? Betsu ni.さっき言ってた、思い出すって本当かも。姫のことばっかり考えちゃう。そうだ、イーさんに居場所聞かなきゃ。ちゃんと調べてくれるって言ってたし、仕事は遅いけど、頼りになるから大丈夫だよ。本当？お願い、何でもいいから知りたいんだ。無事に戻ってこれました。いよいよ次で終わりです。ようやくここまで来たか。何か問題はあるか？そうですね、アフィモージャスは無事のようですが、スチームレギオンを去ったようです。お金もしっかり持って。忍者たちを引きつけただけで十分だ。次の戦いには奴も金も必要ないだろう。はい、船が無事で安心しました。女神四人たちはそれだけ自国が大切だったのでしょう。ふん、スイートな連中だ。だがもし船が破壊、落とされそうになったら、忍者たちごと落とすつもりだった。テツコもそれには反対しなかっただろう。そうですね、船も兵も無駄にはできませんから。 OK だ。他に問題は？アール姫が行方不明です。まだヨウツボ太夫が連れていると思いますが、念のため探しますか？探すぐらいなら計画を進めた方が早い。すべての障害をミーが取り除けば問題ない。しかしまさかいきなり裏切るとはな。これだから忍者以外は信用ならん。それとも始末するつもりなのを感づいたか？私はそこまでするつもりはありません。監視できていれば十分のはずです。目的を果たすためにどんなそしりも甘んじて受ける覚悟をしたはずだが。全てを徹底するのがいいとは限りません。他に問題がないのなら始めましょう。いえ、私たちの戦争を終わらせましょう。いいだろう、ファイナルミッションだ。Chapter 7. Sorry, Chapter 7. Dark Smoke.皆さん、ゆっくり休めましたか？Was sagt die Zeit? Ja, okay, das machen wir noch zu Ende. みんなでお風呂を楽しんだから、元気いっぱいだよ。それでさ、イースンに聞きたいことがあったんだけど、アール姫の居場所ってわかった？あれからずいぶん経ってるから、姫もそろそろ限界のはず。何でもいいから教えて。すみません。状況からいくつか目星はつけていますが、正確な位置まではまだ不明です。人がいる以上、必ず食料などの動きが出ます。
張っていればいずれ尻尾を出すはずです。もう少しお待ちください。次の目的地は予定通り富士山ってことになるのかしら。その前にみんなで目星を総当たりするって手もあるけど、姫の方は調査結果を待つべきね。総当たりだとかえって時間がかかるわ。確実な方からよ。ごめん、私はいけない。みんなと一緒にいたのは姫がいる可能性があったから。私の任務は姫の救出。ここからは一人でやる。君たちは富士山へ行って、私は世界の平和より姫を取る。だからここでお別れ。Ob das so schlau ist? Ja, ich weiß nicht. Man kann es ja so sehen, ne? Was bringt dir die Prinzessin, wenn kein Frieden herrscht? Weil, wenn Krieg herrscht, ist die Chance relativ hoch, dass man die dann ja verlieren könnte für immer, ne? Ich meine, wenn man es so sieht. Ja, da denkt sie jetzt nicht gerade so rational, aber... Naja, was soll's. Schauen wir mal, wie es weitergeht.主に仕えるのが忍びの務め。私もそちらに行きたいぐらいですわ。むしろこっちこそ手伝えてなくてごめん。私たちの任務はスチームレギオンの打倒で、でも別の任務になっても仲間だからね。すまん、俺は記憶というものを失っていてな。姫が誰かわからん。だがこっちは任せろ。ゴーは姫のこと、もともと知らないでしょ。でも姫はね、会ったら忘れられない可愛さだから、楽しみにしてて。ユウキ。ユウキ、聞こえますか？そうそう、声もこんなに可愛く。姫！無事で。私信じてた。よかった。なんだこれ、アール姫なのか。ってことはこれがビジョンか。勇気も無事そうで、力が通じてよかった。これで。そこはどこ？すぐ迎えに行く。ありません。どこかの洞窟です。時間がありません。今から広範囲のビジョンを使い、洞窟の外を送ってみます。待つんだ。そんなことして平気なの？顔色も悪いのに。少しなら。だからお願い、私を見つけてください。私も勇気を信じてます。消えちゃった。姫の声も聞こえないし、限界だったのかな。みんな今の場所わかる？ダメだ、わからない。どこかの峡谷、V の国じゃない。すまん、俺は。ゴー、それはいいから。今のは鳩の国でもないわ。マーベ国でもありませんね。私たちの国以外だと絞りきれないかもしれません。そこまで考えて場所を選んだのなら大したものです。あれは通報峡谷ですね。目星をつけていた一つなので間違いないでしょう。ここから西にある峡谷です。わかった。私行ってくるね。ユウキさん、私たちも行きます。場所がわかっているのなら姫の救出に行っても問題ありませんわ。方角は同じようですし、他の流派とはいえ妖怪に組みした忍びなど見過ごせません。ああ、単なるついでだ。大体な、勇気は前回逃げられてるんだ。私たちを頼れ。でもダメ、やっぱ頼れない。
これは私の問題だから。君たちは世界を。心配しなくても、姫は私の命に変えても助ける。ああ、もう！勇気の問題は私たちの問題なの。ここで一人で行かせたら気になって世界も救えない。だから行くの。これでいいでしょ。素直ではありませんわね。私もずっと気になってますから間違ってはいませんけれど。イストワールさん、それでいいか。アール姫を救出後に富士山に向かう。そうですね、皆さんで行ってください。目星がついていたのに見つからなかった場所です。洞窟と言っていましたし、人手が必要でしょう。ありがとう。お願い、姫のために力を貸して。もちのロンだよ。いや、話がまとまってよかったよかった。ということでイーズン、あとは私たちに任せて。ネプテューヌさん、皆さん、それではミッションを言い渡します。速やかにアール姫を救出し、スチームレギオの目的阻止に向かってください。今回の件、アール姫は鍵になるかもしれません。皆さん、頼みましたよ。Ja, merkt sich doch nach einem Plan an, ne? So, mal schauen. Ja, zeittechnisch, ich glaube, es wäre besser, wenn wir erstmal den Part hier beenden. Ja, ich denke, im nächsten Part werden wir dann ein bisschen hier beim Komusu Shrine hier die Requests einmal hier weitermachen. Da haben sich jetzt wahrscheinlich auch schon sehr viele angehäuft. Ja. Und danach, denke ich mal, kann man auf jeden Fall danach mit der Story weitermachen. Ja. That's the plan. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you.